Da muss ich einfach nicht. Ja, da bin ich nur mit dem Rücken. Yo! Willkommen zu Matchday Number 5. Heute sind wir wieder auswärts unterwegs und auch das erste Mal ohne Armstütze. Ui, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber du musst gut stützen von außerhalb, denn wir brauchen heute wieder 3 Punkte. Keine Sorge, ich stütze euch auch auf der Toilette. Wir spielen heute gegen den Letzten, mal sehen. Der Fluch ist, ist immer das Gleiche. Egal wer der Letzte ist, der spielt gut gegen uns. Letztes Mal war es nur eine Halbzeit, 1-0 Halbzeit, danach 9-1 gewonnen. Aber der Fluch ist immer noch da. Heute zweistellig für den Gegner. Ganz kurz nur und diesmal wirklich kurz. Ey. Egal. Ich will einfach nur, dass wir als Mannschaft Gas geben. Jeder Spieler, die Spieler, die von der Bank kommen, dass die Push bringen. Die Spieler, die auf dem Platz sind, dass die alles geben. Und das ist das, was ich möchte, dass wir von Sekunde 1 zeigen, wer diese Mannschaft ist. Und wir werden von Anfang an, sage ich jetzt schon, vorne draufgehen. Sofort. Mit dem Anschluss, ob wir den haben oder die, ist scheißegal. Wir gehen vor. Aber wirklich Fokus rein. Weil, ist egal, ob die Letzten sind Erste. Wir werden das Spiel heute von Sekunde 1 an dominieren. Und gehen heute mit 3 Punkten nach Hause. Auf geht's. Taki ist da, er hat alle 7 Dragon Balls gesucht, ne? Ja, alle Dragon Balls. Dragon Ball unten in der Hose und er ist fit. Ja, Dragon Ball. Erinnert euch an letzte Woche, Ernie in der Skinny Bracca, ey, er hat endlich eine Hose bekommen, Ernie. Ey, yo, ey. Erstmal nochmal Respekt für den Wrestling-Move von letzte Woche. Das war wirklich, du bist da fürs Team. Jetzt mal ohne Spaß, das ist stark. Das macht nicht jeder, deswegen hast du dir auch eine Hose verdient. Dankeschön. Du willst Kapitän werden, habe ich gehört, ne? Ja, super. Der Etten, der will dem Holzi hier den Rang ablaufen, habe ich gehört. Ja, er sagt, das nicht so laut, wusste. Der ist noch sich umziehen, tatsächlich. Siehst du, ich bin immer der Erste auf dem Platz. Erster beim Training meistens. Ja. Boris ist ja gesperrt für ein paar Spiele, aber das hält ihn nicht davon ab, einfach hier zu laufen. Und wieder am Handy, wieder erwischt, ey, am Handy, wieder Arbeit, am Handy. Das ist anders, Alter. Das ist anders. Ganz vergessen, Leute, die Bälle. Liegt am Ball? Nein, an mir. Oh Gott, Ernie, komm schon. Oh, komm, Jungs! Ey, wenn der Fischer heute ein Tor macht, dann machen die einen Special Celebration Move, den er von mir kriegt. Der ist Fischer, legt sich auf Boden wie Fisch, macht so, wie Fisch an Land. Und Pablito kommt, wirft Angel aus und zieht den an Land. Okay. Das wäre geil, oder? Das wäre lang. So nämlich. Wir haben gezeigt, dass wir da oben hingehören. Nicht nur, weil wir jedes Spiel gewonnen haben und auch jedes Spiel klar oder sehr klar gewonnen haben. Wir hatten jede Woche in jedem Spiel bisher, von den 4 bisherigen Spielen, hatten wir eine neue Aufgabe. Wir hatten jedes Mal einen Gegner, der auf andere Weise schwer war. Wir haben in dem einen Spiel mussten wir quasi viele Tore machen, die haben wir gemacht. In dem nächsten Spiel haben wir eine lange Phase durchgehalten, wo wir auch mal unter Druck waren. Das heißt, wir haben verschiedene Aufgaben bewältigt und sind jedes Mal mit 3 Punkten und relativ klar rausgegangen. Ich hatte gerade schon gesagt, die wollen uns in die Suppe spucken. Aber nicht nur, weil wir Erster sind, nicht nur, weil wir ungeschlagen sind, sondern, und auch da ist es so ein bisschen immer dasselbe jede Woche, weil wir sind, wer wir sind. Und ich glaube, da sind noch ganz viele in der Liga, die eigentlich immer noch diese Meinung haben, dass wir zwar gut sind für die Videos, aber eigentlich nicht für da oben in der Tabelle. Und das haben wir jedes Mal gezeigt, dass es nicht so ist. Das müssen wir auch heute zeigen, bei jedem Pass, bei jedem Schuss, bei jeder Grätsche. Also zeigt ihr, dass ihr da hingehört. Komm! Ich denke dran, heute kein Halbgas. Da sitzen alle Bock reinzukommen. Ne? Also wer hier Halbgas gibt, der kann ganz schnell hier vorbei sein. Gespräch für die Viererkette, macht ihr da vorne schnell 2, 3, 4, 5 Tore, dann können wir, ne, ein bisschen nach hinten lehnen. Ne? Heute, ist immer gut. Heute mal Ausnahme, heute ein schnelles Tor. Männer, Fokus rein. Ne? Ich glaube, ihr habt alles gesagt, wichtig ist von A bis Z Gas geben. Von Minute 1 bis Minute 90, 92, 93. Wir sind da! Komm, Jungs! Der Walk of Shame. Erstes Team motivieren und dann direkt wieder auf die Bank.
Ich bin so froh, endlich haben wir die Position für den Ömer gefunden, für den Ömsen. Ömsen, wie sieht's aus? Gut? Ja. Und das Auswärtsspiel gegen die Urden von Urdenbach startet, die aktuell tatsächlich noch 0 Punkte haben. Das heißt aber nichts, denn unsere Anschusstaktik funktioniert mal wieder nicht. Einwurf der Etem, da steht auch schön der Linienrichter hier vor und Andrew wird jetzt hier zu Boden gerasselt. Dafür gibt es natürlich einen Freistoß und Etem schlägt ihn hier wunderschön in den 16er. Luis pflückt ihn erst runter, aber er landet dann doch im Aus. Wir wollten ja früh vorne drauf gehen, was in dieser Szene mal überhaupt nicht klappt. Wir werden alle überspielt und auch der Etem wird Brötchen holen geschickt. Zum Glück ist da noch eine Zitrone im Mittelfeld, die Schlimmeres verhindern kann. Urdenbach versucht jetzt hier einen Angriff über unsere rechte Seite aufzubauen. Ja, über die Nummer 7, der jetzt hier einen langen Ball in den Lauf durchsteckt. Ich gehe da jetzt in den Zweikampf, gehe da in den Gegner, vergesse aber den Ball, bin jetzt hier im 16er und krieg den Ball noch geklärt. Dafür gibt's aber einen Eckball. Holzi wird gekocht. Holzi! Sauber! Wurde kurz ins Kino geschickt, dann hat er gesehen, Film gefällt ihm doch nicht, da kam er wieder zurück. Yannick mit einem langen Ball, der leider nicht ankommt und wir kommen wieder in keinen Zweikampf, sodass Urdenbach das Spiel schnell in unsere Hälfte verlagern kann. Langer Ball, aber Pablitos Rücken ist dazwischen. Der Junge hat Rücken, steht mit Rücken rückwärts und wehrt diesen Ball ab. Ja, ja! Da muss es sein, Pablito. Ja, Pablito mit Rücken! Ja, Pablito! Ja, geil, Alter! Jetzt mal zur Abwechslung ein Angriff, den wir vielleicht mal aufbauen. Ja, ein hoher Ball von Luis in Richtung Pablito. Ernie ist am Ball, will ihn hier zu Elias spielen, aber ein Gegner ist dazwischen. Ernie ist wieder am Ball, aber trifft wieder den Gegner. Und jetzt müssen wir hier aufpassen auf den Konter, ja. Der Ball wird hier schnell durchgesteckt, die Zitrone setzt zur Blutgrätsche an. Aber erstmal Vorteil, die Situation bleibt hier weiter noch interessant. Der Ball wird jetzt hier in den 16er geschlagen. Der Gegner verfehlt zum Glück den Ball, da haben wir sehr, sehr viel Dusel. Ach ja, aber noch eine gelbe Karte für die Zitrone. Die ist ja immerhin auch gelb. Hey! Oh, warum? Komm jetzt auf! Luis, komm, stellen! Ja! Alter, wir verteidigen ja 0,0. Unsere Verteidigung war wirklich am Wackeln, wie der Milchzahn eines Kindergartenkindes. Auch hier kriegen wir den Ball nicht geklärt, aber jemand schmeißt sich noch in den Schuss rein. Jetzt könnten wir doch mal einen Konter hier aufziehen. Wir schmeißen die Motoren an, aber auch aus dieser Aktion wird leider nichts, weil wir einfach ein bisschen zu schläfrig sind. Ah ja, ja, jetzt ein weiter Einwurf hier von Luis, einfach in den 16er. Der wird erstmal vom Gegner rausgeköpft, die Zitrone schnappt sich den Ball und schießt einfach mal drauf. Da ist der Mogetan so überrascht, dass er gleich mal einen Schlaganfall bekommt. Ernie spielt den Ball auf Andrew. Andrew in die Mitte auf Eli. Und Eli macht da ein paar Meter, wird aber leider hier vom Ball getrennt. Der springt irgendwie jetzt Richtung Pablito. Der legt den Ball hoch am ersten Gegner vorbei. Und nochmal an dem Gegner vorbei. Auf Eli, der legt ihn sich auch hoch. Zieht ab und der Ball ist im Winkel. Ach du Heilige! Der knallt den da einfach rein. Da hat kein Blatt mehr zwischen gepasst. Oh, schön, Pablito! Oh mein Gott! Holy shit, Digga! Ja, was sagst du, Mann? Was sagst du? Ja, alles andere hätte aber jetzt momentan auch nicht gewirkt, ey. Der hängt immer noch im Knick, die kriegen den Ball da nicht mehr raus! Eli, sauber! Der Gegner ist am Ball, versucht jetzt hier einen Pass durch die Mitte zu spielen, aber Taki ist hellwach und grätscht den Ball ab. Und jetzt auch mal hier ein Statement von den Fans, die da heute am Start sind, ne? Ja, da hat der kleine Mann vielleicht recht, aber wir führen trotzdem 1-0 und Elias schon wieder mit einer schönen Aktion am Start. Ja, schöner Touch, legt den Ball rüber, Andrew schiebt ihn rein, aber tatsächlich abseits. Oh, das hätte das 2-0 sein können. Starker Ball! Komm schon. Hätte schießen müssen. Freistoß Lucky Luke. Einfach mal hoch und weit in den 16er hinein. Die Jungs machen das schon irgendwie da vorne. Und der Ball springt zu Elias. Der jetzt hier mit einer Drehung am Start. Der nächste kriegt einen Panner. Und schon wieder eine Drehung. Was ist denn mit dem los? Einer zu viel. Der Ball wird erstmal rausgeklärt. Aber auch wieder eine schöne Einzelaktion. Und Luis knallt komplett auf. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Nein, nein, nein. 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 Nein.
Jetzt hat er eine Idee, ey, Junge. Abschluss vom Keeper Richtung Takitaki Rumba. Der steigt hoch, kommt beim ersten Mal nicht ganz an den Ball, beim zweiten Mal leider auch nicht. Da fehlen ihm ein paar Zentimeter. Und in dieser Szene sieht man einfach, wir hatten keinen Zugriff in dem Spiel. Wir waren immer einen Schritt zu spät, kamen in keinen Zweikampf und sind eigentlich nur hinterhergelaufen. Wie hier Etem, der Nummer 10. Und Holzi kommt jetzt auch rausgestimmt, kann den Gegner nicht vom Ball trennen. Der spielt ihn in die Mitte und da ist der verdiente Ausgleich, muss man an der Stelle leider sagen. Holzi wird wieder gekocht! Nein! Holzi wird gekocht. Weil wir davor, ne? Ernesto schläft komplett, ihr macht die ganze Seite. Das habe ich dir vorher schon gesagt. Beiden Stürmern machen keinen Druck, dann spielt er raus. Noch ein weiter. Komm, Jungs, nichts passiert! Jungs, weiterspielen! Gegner schießen Tor, die eigenen Fans sind einfach am Buhn. Auf meinem eigenen Platz. Und wir starten mit einem Luftball. Absolut geplanter Pass hier mit der Hacke auf Etem. Nicht, aber egal. Wir bauen den Angriff diesmal einfach frech durch die Mitte auf, ja? Andrew auf Ernie und Ernie wieder in den Lauf für Andrew. Der ist auf einmal im 16er, zieht jetzt hier nach innen. Da kommt der nächste Spieler. Setzt sich da irgendwie durch. Bitte schieß doch. Aber der Ball springt erstmal wieder raus und ja, da kriegt der Andrew vielleicht einen Oscar. Oh, aber irgendwann musst du spielen. Das war ja wie du, Bruder. Das war ja wie du in deinen besten Zeiten. Ah, nö. Nö. Bei mir sind das schon immer richtige Fouls. Wird der Fluch des Letzten wieder zuschlagen? Wir sind ja dafür bekannt, dass wir den Gegnern ohne Punkte die Punkte förmlich schenken. Hier steht es jetzt immer noch 1:1 und wir starten den nächsten Angriff, um wieder in Führung zu gehen. Andrew auf Ernie, der steckt ihn perfekt durch. Der zieht einfach mal drauf, aber das ist leider noch ein bisschen zu ungenau. Und wir starten wieder mit einem Luftball. Diesmal lege ich dem Gegner aber den Ball leider vor und der steckt den Ball hier direkt in den Lauf durch für den Stürmer. Yannick versucht ihn hier zu stellen. Der Ball wird rausgespielt. Zum Glück ist der Pass kacke und der Bratte macht sich groß und kann diesen Ball entschärfen. Eli auf Pablito. Die beiden machen bis hier ein sexy Spiel. Pablito mit einem sexy Pass auf Ernie. Ernie nochmal raus auf Pablito. Der wieder auf Eli. Der ist schon wieder da im Strafraum vorm Tor, aber wird vom Ball getrennt. Und Taki versucht das Ganze nochmal scharf zu machen, aber der isst sein Döner lieber ohne scharf. Deswegen laufen wir jetzt hier in den nächsten Konter rein. Nummer 10 ins Laufduell gegen Holzi und der kann da in allerletzter Not den Ball noch zu Mario spielen und so Schlimmeres verhindern. Taki, lauf doch! Holzi, Holzi, komm, Holzi! Holzi! Ja, Holzi! Oh Gott! Sag mal, Holzi! My heart. Urdenbach versucht jetzt hier hinten über den Torwart rauszuspielen. Ja, aber diesen Pass kann die Zitrone hier erahnen. Jetzt gibt's doch einen schönen Ankle-Breaker. Aber der Abschluss ist leider ein bisschen zu schwach. Verdächtig viele Angriffe über unsere rechte Seite. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Nummer 23 legt sich den Ball an Holzi vorbei, wie damals auf dem Bolzplatz. Die alten Bolzplatz-Taktiken. Schießt dabei. Yannick ist wieder dazwischen. Louis ist auch nochmal dazwischen. Und Zitrone rettet auf der Linie. Was ist denn hier los? Urdenbach kriegt diesen Ball zum Glück einfach nicht in unser Tor. Und Ernie hat die Faxen dicke und fault jetzt hier den Gegner, bevor der nochmal draufknallt. Freistoß aus einer gefährlichen Position. Das wäre doch was für den Freistoß-King und der Gegner semmelt ihn komplett daneben. Ein langer Pass hier von Mario Bratte in Richtung Etem. Der versucht den Ball zu kontrollieren, aber der Gegner ist schon wieder da. Und wir spielen hier hinten wieder Mann gegen Mann. Nummer 7 verlagert das Spiel jetzt auf die andere Seite. Der Ball wird vielleicht ein bisschen mit der Hand angenommen, aber Situation läuft erstmal weiter. Zitrone kriegt hier noch einen Schuss ab. Wir verteidigen wirklich grauenhaft. Und die Situation läuft immer noch weiter. Ball wird nochmal nach außen gespielt. Nummer 7 schlägt den Ball jetzt hier rein. Wieder deckt keiner den Rückraum. Aber Urdenbach macht das Ding auch einfach nicht rein. Wir bräuchten uns wirklich nicht beschweren, wenn wir hier schon hinten liegen würden. Zum Glück ist das aber nicht der Fall. Und Taki startet hier den nächsten Angriff. Spielt den Ball auf Pablito. Sauber hacken. Pass auf Taki. Und der wird jetzt hier zu Fall gebracht. Schöne Situation. Schöne Distanz für einen Freistoß. Ja, geil. Geil. Ey, Freistoß an 16er Kante. Holzi, du musst schießen. Holzi. Nope. Was? Holzi, was ist da los? Holzi. Holzi, du musst. Ich mach jetzt aber rein. Was wetten wir? Ja, da ist was. Um der Zitrone. Okay. Der schießt in den Garten von den Leuten.
Das ist eigentlich meine Position, ja, die Position für den Freistoß-King. Aber die Zitrone wollte unbedingt den Ball haben und hat mir daraufhin ein Tor versprochen. Schauen wir mal rein. Der Ball kommt straight in die Mauer. Ich köpfe den noch Richtung Ernie. Ernie versucht ihn nochmal rüberzulegen und Chance vertan. Krankes Ding, ja. Krankes Ding, Marius. Ne? Ich freue mich auf die Zitrone. Ich habe nur gesagt, er schießt ihn rein. Ja, er hat ihn in die Mauer reingeschossen. Ne? Wir sind bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Scheinbar gehen wir mit einem Unentschieden jetzt in die Kabine. Außer wir treffen jetzt noch hier in diesem letzten Angriff. Andrew spielt den Ball rein, erreicht aber leider keinen mehr. Der wird erstmal rausgeklärt. Holzi bringt ihn nochmal auf. Eli sieht den Lewis hinten, oder besser gesagt hört den Lewis hinten. Und Lewis versucht den einfach nochmal rein zu flanken. Langer Ball von der Mittellinie und auf einmal ist der Ball im Tor. Das gibt es doch nicht. So ein Tor habe ich noch nie gesehen. Der Ball geht wirklich. Latte Torwart rein und Lewis kann es, glaube ich, selber nicht fassen. Muss wieder passieren, Männer! Langer Ball! Rein, Digga, bitte! Ey, was ein König! Ey, das war halt 100 pro eine Flanke. Ey, Lewis, den Ball kannst du mit nach Hause nehmen! Und wir verabschieden uns mit einem 2-1 in die Pause. Zwei Traumtore. Was ihr verdient. Ich hab zuerst gedacht, fuck, aber ich hab nachher gesehen, oh, fällt dir das gefällt ganz gut. Nein, Wolltorschuss. Nochmal den Greedy. Der Freistoß. Hey, der Lukas wollte ihn unbedingt. Der Freistoß-King zeichnet sich natürlich auch aus durch die Persönlichkeit, dass er auch mal die anderen schießen lässt. Aber wenn noch mal so einer kommt, dann schweiß ich den für euch in den Giebel natürlich. Zwei schöne Tore, aber vorne läuft es nicht. Hinten auch schöne Tore, schwierig. Aber auch nur wegen Einzelaktionen. Da kriegen wir nichts geschissen. Also wenn wir hier in Rückstand gehen mit 3-4-1, brauchen wir uns nicht wundern. Ja, aber noch nicht zur Halbzeit. Nein, aber für den nächsten Wechsel. Aber Ernie zur Halbzeit raus. Ja, Ernie zur Halbzeit raus. Dann würde ich nächsten Wechsel Fischer für Pablito. Das erste ist Thema Anlauf. Also erstmal grundlegend müssen wir natürlich viel aggressiver reingehen. Das haben wir so nach 10, 15 Minuten ein bisschen besser gemacht. Aber ey, da muss viel mehr Power rein. Und das fängt schon vorne an, dass wir vor allem hier auf der linken, auf unserer rechten Seite so oft in die Zweikämpfe gekommen ist und der Holzi dann 1 gegen 1 ist. Das fängt vorne an. Das fängt bei Elias an, das fängt bei Ernest an. Ey, ihr Jungs, ihr müsst da so Druck machen. Aber das fängt hier vorne an, weil dann spielen die einmal weiter, zweite Mal weiter und beim dritten Mal sind die auf einmal hier vorne. Also zunächst einmal müssen wir viel mehr überraschende Bälle spielen. Das ist zu langsam und das ist zu vorhersehbar. Wir spielen einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, da weiß ich jedes Mal vorher, wo der Ball geht. Die sind nicht verkehrt, das haben wir auch gesehen. Aber warum die, glaube ich, auf dem letzten Platz sind, ist, weil die haben nicht den letzten Biss. Das hat man heute bei den beiden Toren gesehen. Das erste, das war super, ne? War Tor des Jahres. Aber trotzdem, die haben den Ball eine Minute Yogabund Nito in der Luft. Und da geht keiner von denen rein. Was aber jetzt wichtig ist, dass wir vom Kopf her klar bleiben. Klare Bälle spielen. Wichtig ist, wir spielen als Mannschaft weiter. Und seid mir nicht sauer, wenn ich mal ab und zu ausraste. Aber das ist meine Art, euch wach zu machen. Deswegen nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist nichts Persönliches. Wenn ich mal Pablito anmecker und Lukas, das ist nichts Persönliches. Es geht wirklich nur darum, dass wir als Mannschaft wach werden. Weil ich weiß, was ihr für Qualitäten habt. Und die werden wir zeigen und holen 3 Punkte. Alles gut, und das Spiel! Die zweite Halbzeit startet und jetzt heißt es auch einfach nur, diese 3 Punkte mit nach Hause nehmen und an der Tabellenspitze bleiben. Langer Abschlag hier vom Octopus. Einfach nach vorne in Richtung Majus. Der Gegner kommt hier per Kopf dran, legt aber perfekt für Elias vor. Elias lässt für Majus liegen, ja, und der hat dieses Auge hier, um diesen Pass für Pablito zu spielen. Der spielt den Ball hier in den 16er, aber wir kommen leider nicht mehr dran. Ja! Und in der zweiten Halbzeit geht es genauso weiter wie in der ersten. Angriff über unsere rechte Seite, die schwer zu verteidigen sind. Die Flanke kommt rein, aber Looping, Louis köpft den Ball im letzten Moment weg. Und Andrew schnappt sich den Ball, macht ein paar gute Meter und spielt den Ball dann auf Eli. Eli nimmt den an und hat die Übersicht für den frischen Majus Mr. G, der nicht gegen einen Dribbling geht, auch nicht gegen zwei Gegner, sondern direkt gegen 3 und verliert hier leider den Ball. Und die Hurden starten den Gegenangriff. Aber bevor es hier richtig brenzlig wird, kriegt der Olzi seinen Stinkefuß noch dazwischen und klärt die Situation souverän. Mal wieder ein Luftball. Der Ball titscht jetzt hier ein bisschen rum, wird jetzt erstmal geklärt, aber perfekt zu Pablito, der mit einer Brustannahme und einem Volley. Ja, kam gar nicht schlecht.
Sauber, Fablito! Abstoß vom gegnerischen Torwart. Der wird jetzt erstmal hier per Kopf verlängert und ich setze auch die Glatze ein und hau den Ball wieder nach vorne. Zitrone auch per Kopf in Richtung Taki und Taki spielt den Ball hoch weiter für Pablito. Der verarbeitet erstmal hier den Ball, steckt ihn jetzt hier durch für Elias. Elias geht am ersten vorbei, geht am zweiten vorbei, steckt einen Ball nochmal durch für Andrew. Der kommt nicht ideal, aber Andrew hält den Ball noch drinne. Spielt den Ball nach innen, nein, er geht ins Dribbling, aber wir verlieren jetzt erstmal hier den Ball. 1 gegen 1. Ja, Holzi! Ey, Holzi muss immer 1 gegen 1 gehen heute. Wirklich ausgeglichenes Spiel bis dahin, aber wir starten den nächsten Angriff, um unsere Führung weiter auszubauen. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Majos sucht in der Mitte den Eli, findet ihn aber leider nicht. Dafür findet Pablito den Ball und guckt euch jetzt mal an, was der Zauberfuß hier auspackt. Chip über den Gegner, das ist ja Neymar-Style. Ball auf Taki und den macht er doch sonst im Schlaf. Geh, geh, geh! Ja! Nein! Eck bei Pablito und der kommt gefährlich und Elias setzt ihn nur knapp daneben. Ey, der ist auch per Kopf gefährlich. Ich hab den Ball und spiele ihn jetzt erstmal hier hoch und weit nach vorne in Richtung Elias. Der ist erstmal mit einer Brustannahme am Start, aber der Ball springt zum Gegner. Wir kommen über Pablito wieder in den Ballbesitz und der Schubser, ja, den kann man auch mal pfeifen, ja. Der Ball ist jetzt hier im Aus, aber Wurdenbach führt den Einwurf hier schnell aus und ich setze hier die Glatze ein und fliege hin, um diesen Ball da zu verhindern. Hintermann, Hintermann! Very good! Spielen! Foul! Taki, was machst du? Jedes Mal! Taki! Louis' Einwurf kommt weiter als so mancher ein Abstoß von den Kreisliga-Keepern und Taki mit dem nächsten Versuch direkt in die Hände vom Torwart. Diesmal ein Angriff der Urden über unsere linke Seite. Dort ist aber kein Vorbeikommen. Die Seite ist nämlich dicht. Genauso dicht wie der Louis nach seinem Kegelabend. Und wir versuchen jetzt hier direkt in den Konter zu kommen. Aber die Zitrone dreht sich hier ein bisschen wie die Zitrone am Baum. Sucht den perfekten Pass und sieht vorne den Andrew. Der Ball kommt punktgenau in den Lauf. Aber der Andrew, der verdribbelt sich da leider ein bisschen. Der Gegner ist hier auf Außen unterwegs, spielt den Ball jetzt hier in die Mitte rein. Taki kommt noch per Kopf dran, aber der Gegner geht hier an Atem vorbei und ich verliere hier auch noch diesen Pressball. Perfekt für den Gegner in den Lauf. Yannick macht jetzt hier noch Druck. Ja, der Gegner geht zu Boden. Yannick auch, fliegt da noch in Mario rein. Was ist hier los? Das sieht gar nicht gut aus. Die Frage ist jetzt, ob Yannick noch weiterspielen kann. Eigentlich wollten wir jetzt Fischer reinbringen, aber der ist natürlich offensiv. Schiri, wir wechseln einmal! Schiri! Fadi! Fadi! Der Yannick hatte auf jeden Fall was vor den Kopf bekommen, ja, aber die deutsche Eiche steht auch schon wieder. Deswegen lass mal hier ein Like für den Kämpfer Yannick da. Hast du super gemacht! Oder, wenn du denkst, ich komm trotzdem dahin, ne? Was habt ihr dem Schiri gegeben? Wie viel? Ein paar Bonbons. Wir erobern den Ball früh in der gegnerischen Hälfte durch Andrew. Der spielt den auf Majos und Majos nimmt dann nochmal den Taki mit. Taki mit dem Übersichtsball auf Andrew. Und das ist einfach nur wunderschön kombiniert und gedribbelt hier von Andrew, der immer noch am Ball ist. Den jetzt querlegt und da ist diesmal Eli. Der steht genau richtig und versenkt den Ball im Netz. Oh, komm Andrew, bring ihn rüber, bring ihn rüber. Ja, ja, ja. Ja! Es geht doch, Jungs! Geil! War auf jeden Fall schwerer, den daneben zu machen, Alter. Sehr gut, nur weil wir dich rausgeholt haben. Spaß, läuft doch, Alter. Mario Bratte schweißt den Ball jetzt hier mit seiner Tentakel nach vorne in Richtung Majos Mr. G. Der wird hier ein bisschen hinten angegangen vom Gegner, ne? Ein bisschen begrapscht. Deswegen gibt es jetzt hier auch den Freistoß und diesmal ausgeführt hier vom Freistoß-King, ja? Oh, Holz! Oh mein Gott! Wenn Holz den macht, Alter, wir müssen durchdrehen, wenn der trifft. Ich versuche jetzt hier den Ball um die Mauer zu schnörkeln. Er wird noch abgefälscht, kommt trotzdem gefährlich. Andrew ist da, legt den Ball rüber. Aber Elias ist damit leider im Abseits. Ah, schade, schade, Marmelade. Abseits. Ey,
Wasser. 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 Aber siehst du, wenn der Freistoß gegen die Freistöße macht, passieren geile Sachen. Wieder Lewis mit seinem flankenähnlichen Einwurf in den gegnerischen 16er. Fischer versucht den Ball festzumachen, verliert ihn aber. Und jetzt kommt die Zitrone, die mal kurz eben zum Messi-Dribbling ansetzt. Den Ball jetzt nur noch ins Tor schieben muss, aber die Latte trifft. Unglaubliche Szene. Oh, schön, schön. Mach ihn. Nächster Wechsel beim FC Brotatatas. Und zwar kommt jetzt Johnny für Andrew. Ja, dein Ball. Von hinten. Aber da war die Fischerrolle. Ja, endlich. Eckball der Gegner. Wird jetzt hier in den 16er hineingeschnörkelt. Luis steigt da hoch, kommt per Kopf dran und Elias haut den hier per Kopf erstmal raus. Der Ball ist wieder beim Gegner, aber wir kommen jetzt über Fischer wieder in den Ballbesitz. Der haut den Ball direkt nach vorne und Johnny geht ab. Johnny spielt den Ball jetzt hier raus in den Lauf für Majus Mr. G. Der macht weite Schritte, spielt den Ball jetzt hier nochmal in die Mitte für Johnny und Johnny mit dem linken. Eine Minute nach der Einwechslung trifft er hier fast. Der Johnny, Rückhau! Jawohl! Schade, Johnny! Etem ist ja am Fasten, der ist am Ende, deswegen müssen wir jetzt die Viererkette umstellen. Oh, Fischer muss jetzt auf Außenverteidiger, Majus kommt Mittelfeld. Und wir wechseln direkt nochmal, Etem geht raus und dafür kommt Erren, der Ehrenmann. Und der Ehrenmann soll direkt eine Chance kriegen, die Führung auszubauen. Entaki spielt ihm hier den Ball, er nimmt ihn an, dreht sich, knallt drauf, aber der ist ein paar Meter zu hoch angesetzt. Urdenbach spielt aber auch noch mit. Der nächste Angriff von den Jungs in Blau ab durch die Mitte. Aber Holzi ist schneller als der Gegner und kann den Ball hier vorerst klären. Nummer 2 entscheidet sich aber dazu, den Lewis kurz die Kegelbahn runterzuschicken und flankt den Ball gefährlich rein. Fischer, der jetzt RV spielt, köpft ihn erstmal raus. Aber wieder sind die Urden im Ballbesitz. Ein Haken vorbei an Majus. Nummer 10 jetzt am Ball. Zieht drauf. Schuss kommt. Nope. Der Gegner ist am Ball, aber wir machen hier schon Frühdruck und kommen in den Ballbesitz. Leider ist der Ball wieder beim Gegner, aber auch genauso schnell wieder bei uns. Und wir schalten um. Elias geht ab, guckt auf die andere Seite. Im Fallen spielt er hier den Ball rüber für Majus. Majus macht ein paar Meter, steckt den Ball durch. Der eigene Spieler wird abgeschossen. Esma hat auf einmal die Riesenchance. Wird jetzt hier zu Boden gerissen. Johnny ist am Ball. Was passiert denn hier? Der Ball ist auf einmal beim Keeper. Ei, ei, ei. Jetzt 12 Euro. Genau. Ja. Oh, Ball. Rückzieher! Oder warum schießen die nicht? 10 Jahre. Der wollte unbedingt diesen Elfer, Digga. Der wollte wieder Perren werden. Und wie heißt es so schön? Machst du sie vorne nicht, kassierst du sie hinten. Aber nicht, dass wir jetzt hier nochmal irgendwie ins Schwanken geraten. Der Ball ist in unserem 16er, wird quergespielt und auf einmal schlägt er auch im Winkel ein. Da, wo der Eli in der ersten Halbzeit den noch reingedonnert hat. Und jetzt steht es auf einmal 3-2. Jetzt wird es nochmal richtig eklig. 3-2. Es steht 3-2. Das heißt, die Schlussphase wird auf jeden Fall spannend und entscheidend. Denn es sind noch ein paar Minuten auf der Uhr. Elias spielt jetzt hier den Ball für Johnny in den Lauf. Der kommt tatsächlich sogar noch an den Ball, bevor der im Aus ist. Geht im 1 gegen 1 vorbei. Aber am Ende landet der Ball dann leider doch im Aus. Ist jetzt hier noch am Ball und der Torwart schießt ihn hier einfach um. Was ist denn jetzt hier los? Ich kann ja verstehen, dass das hitzig hier wird, aber das muss doch nicht sein. Schwierige Schlussphase für uns, denn mit diesem Anschlusstreffer haben die Gegner Momentum bekommen und riechen hier noch einen Punkt. Wir dürfen auf jeden Fall nichts liegen lassen für die Aufstiegsrunde. Jeder Sieg ist hier extrem wichtig, deswegen geben wir nochmal Vollgas. Erren hat den Ball und wird hier von hinten umgegrätscht. Freistoß für uns, ein bisschen Zeit rausholen. Wir sind offiziell in der Nachspielzeit und Taki grätscht hier den Ball ab. Und Majus kommt direkt auch mit einer Grätsche angeflogen, landet fast in Taki. Die Zitrone liegt auf einmal auch auf dem Boden. Johnny kommt jetzt hier noch von der Seite an und geht in den Zweikampf ein bisschen mit der Hand im Gesicht. Das, ja, weiß ich nicht, ob das Absicht war. Ja, Taki! Was passiert da? Ja! Kommt jetzt hier ein Freistoß und der kommt gar nicht mal so gut. Denn Mario Bratte fängt diesen Ball einfach und haut ihn hier mit seinem gefürchteten Drop-Bip-Kick fast selber ins Tor. Ja? Der Torwart haut den Ball jetzt hier ins Zentrum. Jetzt wird das Spiel ganz schön wuselig. Wir versuchen hier wieder in den Zweikampf zu kommen und auf einmal sind wir über Lewis wieder im Ballbesitz. Johnny steckt den Ball jetzt hier durch für Erin und da ist auf einmal viel Platz. Erin hat die Übersicht, spielt den Ball hier raus auf Elias und Elias holt sich jetzt hier den Hattrick, das dritte Tor und damit setzen wir den Deckel drauf. Ja!
Elias. Damit ist der Drops gelutscht. Die drei Punkte gehen an FC Brotatatas und wir bleiben ungeschlagen. Hier stehen wir wieder, ne? Wo wir am Anfang standen, jetzt stehen wir am Ende mit drei Punkten, so muss das ey, sein. Ey, ich habe gar keine Prediction angegeben, ne? Ja, heute. Aber ich hätte 4-2 getippt, glaube ich, tatsächlich. Heute war Katastrophenspiel, Alter. Ja, wir sind ein bisschen geschwommen, am Ende holen wir die drei Punkte, deswegen bleiben wir an der Tabellenspitze und wir sind Spitze. Jubel!